Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 122. Eichhorn-Wanderung am Dienstag, dem 21. Juli 2020. Wie Sie sehen, stehe ich nicht am Eichhorn, weil leider ist am Eichhorn noch keine große Konzerthalle, sondern ich stehe mitten im ersten Bezirk Wiens vor dem Musikvereinsgebäude, vor dem Wiener Musikverein. Erbaut 1870 durch den dänischen, aber sehr viel in Österreich tätigen Architekten Theophil Hansen. Er war einer der bestimmenden Baumeister der Ringstraßenzeit. Auch das Parlament stammt von ihm. Der Wiener Musikverein zählt weltweit zu den bedeutendsten Konzerthäusern. Man sagt, er hat eine Akustik, die zu den besten der Welt gehört. Er ist ein Aushängeschild für die österreichische Musikkultur. Ein anderes Gebäude in einer anderen Stadt ist 21 Jahre später fertiggestellt worden. Es war die Carnegie Hall in New York. Die Carnegie Hall, auch sie, eine der großen Konzerthallen mit einer Akustik, von der man auch sagt, dass sie zu den Besten der Welt gehört, würde ja um ein Haar nicht mehr heute dastehen, wo sie 1891 hingebaut worden ist, sondern sie wäre Geschichte. Dass dem nicht so ist, verdanken wir einem Sohn ukrainischer Emigranten, einem Geiger, der als Auswandererkind in Amerika heimisch geworden ist und der in den 60er Jahren, als man dort anstelle der Carnegie Hall ein Büro, Hochhaus hinstellen wollte, einen Verein gegründet hat, Geld gesammelt hat, Benefizkonzerte gemacht hat und 1991 zur 100-Jahr-Feier hat er die Carnegie Hall sozusagen wieder vorgestellt in dem Urzustand von 1891. General saniert, general renoviert, die Wiener Philharmoniker. Damals war ich noch Mitglied der Wiener Philharmoniker und war bei diesem Konzert dabei. Haben damals ein Festkonzert gemacht zum 100-Jahr-Jubiläum, eine konzertante Aufführung von Elektra, von Richard Strauss und der Lorin Marcel. Eine denkwürdige Aufführung. Und wir haben alle dann von diesem Präsidenten der Carnegie Hall, der sie eben gerettet hat, ein T-Shirt bekommen mit dem üblichen Scherz, Sie kennen ihn, hinten steht drauf, how do I get to Carnegie Hall? Und vorne steht drauf, practice, 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 habe ich immer noch. Ja. Das heißt, wir müssen feststellen, manche Dinge brauchen einfach große Geister, die sich für sie einsetzen und die ungeachtet aller Zeitströmungen an das glauben und an dem arbeiten, was sie für richtig halten. Dieser Sohn ukrainischer Emigranten, der Geiger, der die Carnegie Hall gerettet hat vor Isaac Stern, und heute wäre sein 100. Geburtstag.